One-Shot. Siegel One-Shot. Wir sind das beste Team, sind der beste Clan. Keiner kommt an uns ran, Motherfucker, was? Leipzig. Siegel One-Shot. So, liebe Fußballfreunde, da bin ich wieder, euer Fritz Meloni. Ja, eben noch bei der FIFA WM 2014 und jetzt schon wieder beim FC Hansa Rostock, was ja mein Hauptprojekt ist und wo es ja eigentlich hauptsächlich drum geht. Das WM-Special, wie man es jetzt einfach mal so nennen könnte, ist ja ein Dankeschön an die ganzen Abonnenten da draußen. Und ich will auch noch mal ganz kurz erklären, warum ich hier keine Originalkader genommen habe, weil alle Let's Plays, die ich spiele, spiele ich immer aus meiner Sicht betrachtet. Und ich will keine Kopie sein für irgendwie was. Ich will jetzt nicht zum Beispiel, wenn ich jetzt Belgien bin, bin ich jetzt nicht der Trainer von Belgien, der im echten Leben da Trainer ist, sondern ich bin dann der Smiloni. Und dann mache ich das immer aus der Sicht. Also für alle die da draußen, die das einfach nicht verstehen, sage ich das nochmal. Ich spiele meine ganzen Let's Plays immer aus meiner Sicht. Vorschläge, die gemacht werden, nehme ich hier und da mal mit rein, wie ihr ja wisst. Ich hätte sonst keinen Aftijay in der Mannschaft. Ich hätte auch sonst keinen Knipping in der Mannschaft. Aber ich hätte auch keinen Ciro in der Mannschaft, keinen Ciro Immobili, wenn ich nicht mein eigenes Ding machen würde. Also das werde ich immer wieder machen. Ich hätte auch keinen Marc Reimann in der Mannschaft, wenn ich nicht mal Abonnenten hier die Chance geben würde. Also, so ist das nun mal beim Smiloni. Hier geht halt immer die Post ab und ich werde den Teufel tun und immer das machen, was ihr von mir wollt, sondern ich werde immer das machen, was ich für richtig halte. Und ihr müsst mich schon stark überzeugen, wenn ich was anders machen möchte, soll. So, Marc Reimann. Ja, ich habe es letztes Mal tatsächlich nicht gesehen. Schaut es euch nochmal an, er ist in der U21, ein ganz dickes Dankeschön an Marc Reimann, dass er sich so reingekniet hat hier. Er ist meines Erachtens nach der erste Nationalspieler unter meiner Riege, den wir dazu geformt haben. Das heißt, er ist ja als Abonnent zu mir gekommen, wenn ich es richtig in Erinnerung hatte, war der Vorschlag damals vom guten Baumi gekommen, weil es ein 3-Sterne-Talent ist. Und das war ursprünglicherweise, war das glaube ich sogar ein defensiver Mittelfeldspieler, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Und daraus habe ich dann den Abonnenten Marc Reimann gemacht. Das ist zwar nicht das Originalfoto von Marc Reimann, aber ich denke mir, er kann damit ganz gut leben. Und er ist jetzt U21-Nationalspieler in Deutschland und dazu ein dickes, wie nennt man das? Eine dickes Gratulation, wollte ich sagen. Das passt hier überhaupt nicht. Einen dicken Glückwunsch, so wollte ich sagen. Einen fetten Glückwunsch hier von deinem Coach, von deinem Trainer. Ich gehe mal gerade durch, weil mich interessiert das jetzt mal so kurz am Rande. Also du bist in der U21. Ob wir noch hier einen drin haben, ob Benno Schmitz vielleicht. Ne, Benno Schmitz zum Beispiel ist noch nicht in der U21-Nationalmannschaft. Aber, Leute von heute, Dunis Aftijay ist in der U21, das ist der zweite U21-Spieler. Ich werde doch verrückt, also ich muss den Titel hier ändern. Zwei Spieler in der U21, Mensch, was geht denn da bitteschön ab? Dunis Aftijay hat es jetzt geschafft mit 20 Jahren. Und dann haben wir hier unseren Ciro Immobile. Dem möchte ich gern wieder, dass er in die Nationalmannschaft zurückkehrt. Ja, Tai könnte nochmal ein Kandidat werden. Also zwei U21-Spieler in der U21. Mein Gott, ist das geil. Aber jetzt wollen wir uns wieder auf das Tagesgeschäft konzentrieren. Und wir wissen, Kai-Bastian Evers ist hier leider für zwei Spiele gesperrt. Da werde ich jetzt den guten Benno Schmitz zurückziehen. Markus kommt jetzt wieder von Anfang an ins Team rein. Und dann geht vorne der gute Tobias Jennecke wieder auf seine angestammte Position. Für ihn auch eine gute Gelegenheit, wieder in die Mannschaft reinzufinden. Und last but not least, ja, dann ist erstmal, ach so, ich wollte ja kein Match sein jetzt.
damit reinwerfen. Ich weiß nicht. Nee, dann lass ich lieber Borswick Jackson mit drinne. So, jetzt können wir nochmal gucken. Zweite Mannschaft muss noch aufgestellt werden. Da fehlt jetzt natürlich der Torwart. Wen haben wir denn dann noch? Da haben wir noch den Türpitz. Und Nikola Schütze könnte jetzt von Anfang an reingehen. Und dann würden wir dann würden wir Türpitz nachnominieren. So, Alexander Mitte hatte den Wunsch, hier mit reinzukommen. Ja, kriegst du auch. Ein Bildchen kriegst du auch noch verpasst. Jetzt muss ich mal gerade gucken, jetzt melde ich mich mal kurz ab hier, ob ich das schnell erledigen kann für dich. Weil dann würde ich dir die Möglichkeit doch mal einräumen, mal von Anfang an zu spielen hier. Dann machen wir das doch gerade mal. Also bis gleich. So, liebe Fußballfreunde, jetzt hat es endlich geklappt. Das ist zwar nicht das allerschönste Foto von Alex Mitte, das weiß ich, er kann das besser, aber er hat jetzt zumindest mal einen Weg gefunden, hier das Bild von Cameron Borswick Jackson hier reinzubekommen. Dafür nochmal vielen Dank. Vielleicht kriegst du es nochmal so hin. Also das, was du mir zuletzt geschickt hast über Facebook, das hat funktioniert, nur zu deiner Info. Und dafür erstmal schönen Dank. Aber vielleicht kriegst du es ja noch so ausgeschnitten, dass man hier das Wappen im Hintergrund sieht. Aber wäre jetzt auch nicht schlimm, wenn es jetzt so ist. Hauptsache, wir haben ein schönes Bildchen. Und jetzt will ich natürlich gucken, ob es bei dir auch geklappt hat. Jawohl. Auch dein Bild ist jetzt drin. Alex Mitte spielt jetzt auch mal von Anfang an bei mir im Team. Und das erstmal von der Seite ein herzliches Dankeschön. Und jetzt gehen wir wieder auf unser Spiel. Erste Mannschaft gegen RB Leipzig. Und wir haben, wie gesagt, zwei U-Nationalspieler im Team. Einmal Donis Aftejai und zum anderen Marc Reimann. Das ist doch eine wunderschöne Geschichte hier. Und das muss Mut machen für die anderen, die hinten dran stehen. Wie zum Beispiel ein Schmitzkatz, ein Benno Schmitz. Ich glaube, das ist der nächste Nationalspieler, den wir kriegen können. Und vielleicht noch einen Ronny Marcos. Ja, das ist das Team, was gegen uns antritt. RB Leipzig, einige Spieler kennen wir ja. Paulsen zum Beispiel oder Vogt oder Meffert oder Schopenhauer oder Jung oder Coltorti oder Juri Jut. Das sind alle Spieler, die wir kennen. Wen ich jetzt nicht kenne, ist hier Adam Kyrasko und hier vorne den Julian Göttel. Den kenne ich jetzt nicht, ist ausgeliehen von Bayer Leverkusen. Den werden wir auch mal vorsichtshalber in Sonderbewachung nehmen. Ansonsten müssen wir uns hier hinter keinen verstecken und da gehen wir gleich rein ins Spiel. Und ich sage Mats ab und viel Spaß mit FC Hansa Rostock und eurem Fritz Smelloni. Auf geht's, spannt euch an und zieht euch schön das Spiel rein. Bis gleich. So, WM 2014 war gestern, heute ist wieder FC Hansa Rostock gegen RB Leipzig, den Rasenballsportclub Leipzig, genauer gesagt. Und das ist praktisch ein Nordderby, könnte man an der Stelle sagen, aber ich habe heute den Titel, und das ist Tai! Boah, der macht das Ding fast rein. Nein, der Titel heute ist Reimann und Donis Aftejai, neue U21-Spieler der Nationalmannschaft. Das ist das Ergebnis unseres Erfolges. Wir sind nicht nur die beste Mannschaft in 2016, sondern wir haben auch jetzt zwei neue Nationalspieler hervorgebracht. Und ich denke, da folgen noch weitere hinterher. Und wir sind auch noch das jüngste Team in der Bundesliga. Und im Moment sind wir mit Riesenschritten drauf und dran hier für ein super erfolgreiches Jahr für Hansa Rostock zu erzielen. Denn wir marschieren in der Tabelle ständig nur noch nach oben und ganz oben heißt nur noch ein Platz drüber, dann wären wir Tabellenführer und das darf ich mir gar nicht ausmalen. 20. Spieltag heute und ich bin sehr gespannt, wie die Mannschaft jetzt mit dem Ganzen umgeht hier. Druck will ich gar nicht sagen, weil das ist ja eigentlich positiver Druck und die Mannschaft hat ja nichts zu verlieren.
Den Abstieg haben wir eigentlich schon verhindert, weil wir haben unsere 40 Punkte ja schon längst im Sack jetzt. Das heißt, alles, was jetzt noch kommt, ist ein Bonbon obendrauf. Markus, wie wir gerade gesehen haben, von Anfang an wieder im Spiel, hatte ja eine kleine Verletzung zu überwinden, hat das aber ganz gut hingekriegt und ist jetzt wieder im Spiel. Aber heute müssen wir rechts Evers ersetzen. Dafür ist jetzt Benno Schmitz wieder auf die rechte Verteidigungsposition gewechselt und vorne ist wieder auf der rechten Mittelfeldposition auf seiner angestammten, muss man ja sagen, ist wieder Jennecke wieder vorzufinden. Und ja, vorne im Sturm brauche ich ja gar nichts zu sagen, haben wir unseren guten Lennart und da haben wir unseren guten Immobile. Ne? Also da läuft ja alles wie geschnitten Brot, kann man ja sagen. Tai auf Giro. Und Giro will nach außen legen. Und das ist, glaube ich, ein Handspiel gewesen, wenn ich mich nicht täusche. Hier sehen wir es nochmal in der Wiederholung. Und das gibt Freistoß. Das macht Markus. Und dass der gefährliche Freistöße mittlerweile schießen kann, das hat sich rumgesprochen. Aber diesmal hat er ein bisschen zu viel Rückenlage und der Ball geht nicht nur am Tor vorbei, sondern geht auch noch hoch drüber. Also insofern keine Gefahr fürs Leipziger Tor. Aftejai, der neue Nationalspieler. Auf Giro, aber das war abseits. 23 Minuten haben wir rum. Ich habe der Mannschaft gesagt, heute verlieren wir nicht. Ich hoffe, ich habe sie da nicht zu sehr unter Druck gesetzt. Und da ist Lennart. Und da ist Giro. Giro Nationale auf Lennart. Und Lennart ist durch und er macht das Ding noch. Nein! Giro macht es! Aber ihr habt es gerade gesehen. Lennart verletzt sich dabei. Ich hoffe nicht schwer. Wir gucken gleich mal nach. 2 Wochen. Ach Leute, das ist ärgerlich. 2 Wochen. Was hat er? Ein Muskelfaserriss. Ja, das ist unangenehm. Also wenn er 2 Wochen ausfällt, ist vielleicht 3 oder 4 Wochen, bis er wieder richtig fit ist. Ja, da muss jetzt Gianluca rein. Keine Frage. Das ist vielleicht seine Chance. Wer weiß. Aber das Tor ist gefallen. Giro macht seinen 3. Treffer. Gianluca ist im Spiel. Seine große Chance vielleicht. Es gibt ja Kritiker. Der gute Baumi hat ja gleich kritisiert, dass ich da 2 Spieler habe gehen lassen. Das heißt, genau weiß ich gar nicht, ob er das kritisiert hat. Aber ich weiß nur, dass er über Gianluca ein bisschen abfällig gesprochen hat. So nach dem Motto, aus dem wird nichts. Und das ist jetzt die gute Chance für Gianluca zu zeigen. Er hat ja schon bewiesen. Er hat ja schon tolle Spiele gemacht. Muss man ja gar nicht groß drüber diskutieren. Aber jetzt hat er die Chance zu zeigen, dass es auch früher für ihn losging. Vielleicht ist er auch der kommende Nationalspieler für Italien. Wer weiß. Da ist er, Gianluca. Hat jetzt alle Chancen der Welt. Es ist nur noch Trezeguet, den ich jetzt noch draußen auf der Tribüne sitzen habe. Der wird natürlich in den nächsten Wochen dann reinkommen. Wenn jetzt 2 Wochen Lennart erstmal ausfällt, der muss sich dann wieder ranarbeiten. Also 3, 4 Wochen werden er ins Land ziehen. Und das ist die große Chance für Gianluca, wenn er jetzt ein gutes Spiel macht, vielleicht beim nächsten Mal gleich von Anfang an zu spielen. Und da ist er! Und seinen 1. Schuss setzt er aufs Tor von Coltorti, was ja sein, wie nennt man, Landesvetter? Nee, sagt man nicht, ne? Nein, ist... Ach, mir fällt das Wort wieder nicht ein. Also ab und zu hat man manchmal so Dinge, da will man was sagen. Er ist auch von derselben Nationalität. Er ist Italiener. So wollte ich sagen. Der Coltorti. Auch Italiener wie Gianluca. So. Aftejai. Auf Gianluca. Gianluca löst sich Richtung Strafraum. Spielt den Ball auf Giro. Ja, die beiden Italiener vorne jetzt im Sturm. Vielleicht verstehen die sich ja auch super. Wer weiß. Und da kommt Giro. Und das ist abseits. Schade. Das will ich nur mal gerade gucken, ob das auch wirklich stimmt, dass Giro... Gianluca müsste eigentlich Italiener sein. Ja, natürlich. Logisch. Italiener. Claro. So, wir gehen 1-0. Wir sind 1-0 in Führung gegangen. Gehen wir auch in die Halbzeit mit 1-0? Das ist die Frage. Das ist hier die Frage. Das ist die
der Wiederholung vorbei. Ball hoch angespielt, aber wird abgefangen von RB Leipzig. Gianluca! Gianluca! Super Schuss! Gianluca! Und er macht das Ding nicht rein. Hat hier eine Riesenchance auf den Schlappen. Den hätte er mit der Gliedspitze eigentlich reinschieben können. Aber er macht's nicht. Er macht's nicht. Der Ball geht vorbei. Ich glaube, es war auch abseits, ne? Egal. Auf jeden Fall, Gianluca zeigt sich. Super Schuss vorher. So, hier brauchen wir nichts groß machen. Da kann der Assistent durchprügeln. Was sage ich der Mannschaft? Das sieht sehr gut aus, Leute. Weiter so. Jetzt nicht nachlassen. Oh, 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 oh. Da kommt der Ausgleich 1:1 von Julian Göttel, den ich in Sonderbewachung genommen habe. Aber er macht hier das Tor unhaltbar. Paulsen legt super ab. Gute Verständigung zwischen den beiden Stürmern. Aber zwischen unserer Mannschaft und mir, da hakt es, denn das hatte ich anders vor. Okay, Gianluca. Und Ciro, diesmal mit einem fast unhaltbaren Schuss. Aber der ging auf Mann, also auf den Torwart. Insofern hatte der Torwart, musste nur seinen Körper da stehen lassen. Und dadurch konnte er abwehren. Und Göttel versucht es weiterhin. Aftegay nimmt rechts Jennecke mit. Jennecke den Ball in die Mitte, aber da ist Gianluca abgedeckt. Denken wir mal, wir müssen mal gucken, ob wir auswechseln sollten. Ciro, der läuft hier schon irgendwie blau an. Also ich weiß nicht, was mit dem los ist. Hat unheimliche Frische ein. Buße. Jetzt will ich mal gucken. Ja, den Segnen könnte ich sogar als Stürmer bringen. Das mache ich jetzt auch mal, weil der Ciro, der ist fix und fertig. Oder lasse ich ihn noch drin? Bringe ich vielleicht Clem rein? Ja, für Fadi. Mal einen frischen Spieler reinbringen. Vielleicht erholt sich dann auch der Ciro wieder vorne. Und jetzt kriegen wir aber eine Karte, so wie es aussieht. Ja, und da wollen wir auch gleich reagieren. Da will ich gar nicht lange warten. Wir haben ja noch, wir können für Klingenburg, kann jetzt Nick Schulz, der ja auch gute Spiele bis jetzt gemacht hat, auch ein Abonnent von uns, kommt auch gleich mit rein. Ja, wir sehen es, es ist kein Spaziergang für uns hier. RB Leipzig macht uns das Leben schwerer, wie wir eigentlich gedacht haben. Da kommt Klem. Und dann kommt auch gleich Nick Schulz rein für den gelb gesperrten Klingenburg. Da wollen wir noch mal gerade gucken, bevor hier der Freistoß ausgeführt wird. Ja, Ciro erholt sich auch ein bisschen davon. Das ist ganz gut, aber wir haben noch über eine halbe Stunde zu spielen. Und Knipping hat alle Hände voll zu tun, aber wieder ist es Göttel. Julian Göttel macht seinen 6. Treffer. Ja, es scheint so ein bisschen so zu sein, als wenn heute die Serie an gewonnenen Spielen reißt. Ja, ja, so ist Fußball. Fußball. Und wir haben ja noch die internationalen Spiele, stehen uns ja auch noch bevor. Das wird noch spannend in den nächsten Wochen. Ich werde jetzt nochmal den Einsatz auf volle Granate erhöhen. Auf Harakiri-Granate. Und bei der Abwehr werde ich jetzt das Pressing auch nochmal erhöhen. Das muss es dann aber auch sein, aber RB Leipzig macht hier das Spiel im Moment. Und Marc Reimann, der U21-Torwart, muss man jetzt auch sagen, ist ja jetzt wie ein Titel zu führen. Marcos, und da ist Schulz, spielt das gut. Jennecke wieder auf Schulz. Schulz jetzt rückt jetzt ein bisschen auf. Nochmal Jennecke in die Spitze auf Ciro. Und er macht hier fast das 2:2, aber nur fast. Und das reicht halt dann nicht. Oh, oh. Also
Also dieser Gürtel, der gefällt mir sehr gut. Macht hier ein gutes Spiel. Paulsen geht raus und Julian Brandt kommt rein. Was geht noch? Marcos. Und der gute Gianluca ist im Abseits. Und wieder Abseits, diesmal vom Göttl. Und nächste Auswechslung bei RB Leipzig. Mlapa, oh, guter Stürmer, kommt hier für Göttl. Ja, es läuft irgendwie nicht. Es sind dann doch viele Fehlpässe. Und da ist der neue Mann. Und der macht fast das 3:1. Dann wäre das Spiel vorzeitig entschieden gewesen. Noch haben wir so eine kleine Chance. Und noch eine Auswechslung bei RB Leipzig. Hoheneder kommt für Schopenhauer. Jetzt bin ich mal gespannt, was meine Mannschaft in den letzten 10 Minuten noch anstellen kann. Schön hier auf Klem. Der legt nochmal zurück. Gianluca. Haftejai, Ciro. Und Ciro überhastet. Vergibt er hier die Chance. Rutschi mal noch über den Spann der Ball. Das wäre die Chance gewesen zum 2:2. Aber ich habe so das Gefühl, das soll heute nicht sein. Nächste Chance. Gianluca. Gianluca ist weg. Zieht ab, aber ihr seht es selber. Der geht so 3 Meter am Tor vorbei. Das ist keine Gefahr für Coltortis Gehäuse. Schade. Gianluca. Auf Haftejai. Haftejai, und er macht das Ding rein. Er macht es rein. 2:2. Fast in der letzten Minute, kann man sagen. Nein, es sind noch ein paar Minuten. Oh. Eye of the Tiger, das Auge des Tigers hat zugeschlagen. Dunis Haftejai macht hier das Spiel noch schön. Und Gianluca marschiert Richtung Strafraum. Aber Leipzig kann ihn den Ball erstmal ablaufen. Ich glaube und ich hoffe auch mittlerweile, es bleibt bei dem 2:2. Das wäre zwar kein besonders schönes Ergebnis, aber es wäre zumindest nachher noch eine Wiedergutmachung des schlechten Spiels, was wir heute abgeliefert haben. Da ist es 2:2, es bleibt dabei. Team Smiloni mit FC Hansa Rostock kann noch den Kopf aus der Schlinge ziehen. RB Leipzig hatte uns schon fast an die Wand gespielt, aber am Ende nehmen wir dann doch noch einen Punkt, oder beziehungsweise wir lassen noch einen Punkt zu Hause und wir geben nur einen Punkt ab an Hansa Rostock. Wir sehen uns gleich beim Nachbericht. So, und da sind wir auch schon beim Nachbericht. Bester Mann ist wieder unser Nationalspieler Dunis Haftejai. Marc Reimann heute eine durchschnittliche Partie. Und in der Tabelle? Ja, in der Tabelle hat das gar nicht so viel zu sagen. Wir sind nach wie vor oben mit drin. Wir haben jetzt 5 Punkte Vorsprung vor Borussia Dortmund, die nur ein Unentschieden gegen Hannover gespielt haben. Und wir sind nur 2 Punkte hinter den Tabellenersten, nämlich hinter Schalke 04. Wie hat denn Bayern München gespielt? Die haben gewonnen, Schalke hat auch gewonnen. Also insofern, Bayern Leverkusen hat auch gewonnen. Also wir sind eigentlich da oben in guter Gesellschaft. Und das sieht doch gut aus im Moment. Wir können nicht zufrieden sein, dafür haben wir einfach zu viele Chancen vergeben. Das war das, was ich in der PK gesagt habe. Und dem ist auch nichts hinzuzufügen. Das habt ihr ja auch gesehen. Teamleistung war diesmal so lala. Und bester Spieler, ja, Lennart hat ja nicht getroffen insofern. Und der fällt jetzt auch noch aus für die nächsten Wochen. Also, ja, und dann geht's nach Leverkusen. Das wird nicht minder leicht, das wird richtig schwer. Und unsere Reserve, sehe ich, hat gegen Viktoria Hamburg 3:0 verloren. Und Ciro Immobile fällt aus, Innenbanddehnung. Was ist denn jetzt bitteschön los? Werde ich jetzt tatsächlich für meine Transferpolitik gestraft jetzt noch am Ende? Fernando Botegin kommt gut zurecht. Das ist ja unsere neue Werbung in der Innenverteidigung. Sehe ich auch gerade hier und jetzt sind wir schon in der Woche, wo es gegen Leverkusen geht und ich bin jetzt wirklich gespannt, was hier mit Giro ist.
Chiro ist wieder fit. Gott sei Dank. Ich dachte schon, das wäre was Schlimmeres. Aber ich sehe auch hier im News Center Stade de Reims. Keine Ahnung, wie das französisch ausgesprochen wird. Stade de Reims. Egal. Gucken wir mal gerade nach. Die hätten Interesse an mir. Aber ich glaube, ihr sagt da draußen doch nicht, ich soll hier in Ligue 2 gehen. Ne? Nee. Aber ich kann mal schnell hier einen Trainingslauf machen. Und dann sage ich Tschüss an der Stelle, wünsche euch noch einen schönen Samstag, noch eine schöne WM in Brasilien. Und ja, drückt mir die Daumen, dass es mit Belgien auch weitergeht, dass ich euch noch ein bisschen WM zeigen kann hier auf dem Kanal. Also, tschüssi, euer Smiloni. Und Montag nicht vergessen, wahrscheinlich kommt dann am Dienstag wieder der WM-Talk mit Van Bergen. Also Van Bergen ist ja da der Moderator und der Initiator dieser ganzen Geschichte. Und er hat uns ja als Gäste eingeladen, mich und den Kollegen Mo, Mo seiner Taverne. Und ich denke mir, wir werden dann wieder ein bisschen philosophieren, was nach dem Spiel alles zu sagen ist über die deutsche Nationalmannschaft und deren Gegner. Also, nicht vergessen, reinschalten, ein Like da lassen und einen Kommentar. Darüber freuen wir uns immer. Also, in diesem Sinne, euer Smiloni. Tschüss.